In meinen Seminaren zum Microsoft Project werde ich gelegentlich gefragt, wie man Ausnahmen für den Kalender aus einer Excel-Tabelle heraus ins Project übertragen kann. Ich möchte hier eine Lösung mit VBA zeigen. Und zwar liegen mir folgende 5 Tage hier in Excel vor. Ich kopiere auch mal. Das sind hier Ausnahmen. Das sind Ausnahmen, wann nicht gearbeitet werden kann. Das erste, was ich mache, ich schaue, ob es hier keine Überschneidungen gibt. Ich wechsle mal zu Microsoft Project, trage diese Daten hier ein. Moment, Vorgangsname, Anfang, Ende brauche ich. Ich schiebe mal die Dauer nach rechts. Also Vorgangsname, Anfang, Ende. Kopiere die Werte hier rein. Und habe nun hier im Gantt-Balkenplan die Termine, hier diese 20 Tage Wartung, also von dem einen Kalenderdatum zu dem anderen. Ich schaue, gibt es Überschneidungen? Nein, die Termine überschneiden sich nicht. So, und das möchte ich hier halt in den Kalender eines neuen Projektes übertragen. Ich nehme mal erstmal ein neues Projekt. Hier aus den Vorlagen von Project wähle ich mir eins aus. Nehmen wir doch mal den Upgrade auf Project Server Plan. Ich klicke hier drauf auf Startdatum. Ja, lassen wir es heute beginnen. Ich klicke auf Erstellen. Das Projekt beginnt dann heute. Na, wird aufs heutige Datum gelegt. Ja, alles umformatiert. Aber wenn ich mir jetzt anschaue unter Projekt Arbeitszeit ändern die Ausnahmen, da gibt es meine Ausnahmen. Natürlich nicht. Kalender ist der Standardkalender, der Projektkalender ist der Standardkalender und hier sollen die Ausnahmen eingetragen werden. So, das heißt, ich möchte nicht hier händisch rein. Ich möchte auch, ja, am liebsten wäre mir doch, ich könnte das kopieren. Steuerung C. Wechsel zu Project, drück Steuerung V. Steuerung V. Ja, hier bei einer Zelle geht das. Ich kann es in eine Zelle tragen, aber hier nicht in diese Tabelle. Ja, vielleicht später mal. Ja, also ich brauche eine Lösung per VBA. Ich mache Excel mal kurz zu. So, also, ich möchte ein Knöpfchen drücken können. Oben links habe ich schon ein Knöpfchen. Ich möchte dieses Knöpfchen drücken können. Dann möchte ich mich ganz kurz zurücklehnen. In der Zwischenzeit wird diese Excel-Datei geladen. Ach, schon fertig. Die Kalenderdaten werden übertragen. Ich klicke mal auf Arbeitszeit ändern. Und ich sehe diese 5 Ausnahmen, wann nicht gearbeitet werden kann. Na, das sehe ich auch hier, sehe ich jetzt hier im Kalender vom 20. bis vom 1. März bis zum 20. März nicht. Dann 2 Monate später am 1. meine ich. Dann ein wenig später, erst wieder im 2016, April 2016, diese 3 Tage. Ja, also per VBA. Was habe ich gemacht? Ich habe, um den relevanten VBA-Code zu bekommen, habe ich mir die Entwickler-Tools angeschaut. Entwickler-Tools, falls sie hier oben nicht stehen, rechte Maustaste oben auf eins der Register, Menüband anpassen und dort Entwickler-Tools aktiviert. So, und da gibt es Makros aufzeichnen. Einmal draufgeklickt, Makro, ja Gott, ich habe es so benannt, Makro 1, klick auf OK. So, dann habe ich auf Projekt geklickt, auf Arbeitszeit ändern, dann habe ich etwas ergänzt. Ich nenne es mal YouTube Congress. So, findet statt. Wichtig natürlich, dass Anfangsdatum vor dem oder gleich dem Enddatum ist. Na, 2 Tage. So, klick auf OK. Und jetzt muss ich das Makro noch anhalten. Entwicklertools, Makroaufzeichnung beenden. So. Und jetzt lasse ich mir die Makros mal anzeigen im Visual Basic Editor, hier Alt F11 oder draufklicken. Und da sehe ich mein Makro. Gehe ins aktive Projekt, schnapp dir den Kalender Standard, geh dort in die Exceptions, in die Ausnahmen und füge eine Exception hinzu. Diese sei Project Daily, also Typ 1, hier ist es, Typ 1 ist die. Nimm den 27.01. bis zum 28.01. und benenne das ganze Ding YouTube-Kongress. So, so. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe und hier einfach mal den zweiten rausmache und ich nenne es mal Video und führe dieses Makro aus. So, ich mache mal VBA zu. Dann finde ich nun unter Project, unter Arbeitszeit ändern. Auch Video ist hier
chronologisch einsortiert, genau mit diesen beiden Tagen ist diese Ausnahme definiert. So, ich lösche mal alles wieder. Ja, jetzt habe ich aber nicht vor, alles händisch ins VBA einzutragen, sondern ich möchte diese Excel-Tabelle auslesen und da habe ich einen Makrocode zusammengestellt. Den stelle ich auch auf meinem Blog thosblog.com zur Verfügung. Und zwar sage ich, als allererstes, weil ich Excel anspreche, klicke ich auf Extras, dort auf Verweise, na, da ist es. Und dort aktiviere ich die Microsoft Excel, ja, da gibt es eine Nummer 14, 15 zum Beispiel, Object Library, die findet man hier unten unter M, Microsoft Excel. So, die ist aktiviert. Dann habe ich ein Makro angelegt, das nennt sich Feiertage importieren. Meine Datei, wo die Feiertage drin sind, die befindet sich in diesem Verzeichnis, Laufwerk C, auf dem Desktop habe ich sie gelegt. Da ist meine kleine Datei. So, was ich also mache, ist zu sagen, Achtung, da gibt es eine Anwendung, die heißt Excel. Das wird geladen in die Variable Excel App. Dann gibt es das, ja, die Arbeitsmappe, das Workbook. Das ist dann Excel Workbook. Also sage ich, okay, schnapp dir Excel, öffne diese Datei. So, und dann gibt es ja diese Datei und meine Daten. Ich gucke nochmal. Meine Daten, ups, ich habe die Datei noch geöffnet. Meine Daten, ich habe die Datei nicht geschlossen in meinem Makro. Die Datei, da beginnen die Daten ab Zeile 2 und irgendwann wird es leer da unten. So lange soll er die Daten eintragen, von der zweiten bis zur ersten leeren. So, okay, mach die auf. So lange schnappst du dir diese Datei, dort das Tabellenblatt Feiertage und so lange, wie in Spalte 1 in der Zeile nichts steht, gehst du diese Routine durch. Do until loop. Hier ist also eine Klammer. Do until loop. Hier ist eine, ja, eine Schleife. Und was macht er? Er lädt die Bezeichnung dieses Events in die Variable Bezeichnung. Das ist eine String-Variable. Da können Texte eingelesen werden, währenddessen i hier nur Ganzzahlen, Zeile 2, Zeile 3, Zeile 4 aufnehmen kann. Ich sollte hier vielleicht long nehmen, nicht Integer. Also gehe in diese Zeile, suche dir die Bezeichnung, geh eine Spalte weiter in die Spalte 2. Dort steht das Startdatum, das ist definiert als Datum, Date, und Enddatum ebenfalls ist Date. Und dann Call Saul hier und da lade ich diese drei Bezeichnungen, hätte ich hier auch direkt machen können, lade ich diese drei Bezeichnungen hier unten rein und sag, nimm dir das aktive Projekt, also die Project-Datei, nimm dort den Kalender, den Standardkalender, habe ich hier fest definiert. Man hätte das noch variabel machen können. Geh auf die Exceptions, füge hinzu, Typ 1, ja, Typ 1 und lade ein den Namen, der da in Excel steht, das Startdatum, was in Excel steht und das Enddatum, was da in Excel steht. Dann springt er wieder zurück aus dieser Unterprozedur hier raus, sup, zählt einen für die Zeile ein hoch. Und geht in den Loop erneut. So, wenn er da also auf eine leere Zeile trifft, fliegt er hier raus. End with. Ich könnte jetzt noch das Tabell, die Datei schließen. Close. Workbook close. Und entlade die Variablen. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. So, ich klicke hier oben rein. Klick auf Userform Userform ausführen, F5. So, lehne mich ein bisschen zurück. Jetzt wird nämlich im Hintergrund die Datei geöffnet. Die Daten werden durchgegangen. So, irgendwann ist auch fertig. Jetzt ist er fertig. Mach das mal zu. Jetzt habe ich hier auch wieder bei Arbeitszeit ändern diese 5 Tage drin. Geschlossen hat er die Datei auch. Gucken wir noch mal ganz kurz. Einmal alles gelöscht. Ich habe nicht geprüft, ob die Datumsbereiche, die ich hier per VBA setze, ob die schon hier durch bestehende Ausnahmen gesetzt sind. Also da müssten noch eine Menge Kontrollmechanismen rein. Aber man hat so die Gelegenheit, über eine zentrale Excel-Datei in allen, die diese zum Beispiel Werksfeiertage, Bundeslandfeiertage benötigen, so eine Datei zur Verfügung zu stellen und somit dem, ja, Kalender theoretisch nochmal verfügbar zu machen zusätzlich.
So, zu guter Letzt werde ich dieses Makro da oben nochmal verfügbar machen. Und zwar klicke ich oben auf die Symbolleiste für den Schnellzugriff, hier oben auf diesen kleinen Auswahlpfeil, gehe dort auf weitere Befehle. Weitere Befehle. Dort finde ich bei häufig verwendeten Befehlen, klick, die von mir erstellten Makros. Hier sehe ich mein Makro 1. Feiertage importieren habe ich schon rübergenommen. Ich nehme Makro 1. Hätte ich umbenennen sollen. Na, ich klicke auf Hinzufügen. Das gibt es nun hier auch. Kann ich an der Position verschieben. Und ich habe die Möglichkeit, das Symbol hier zu ändern. Ändern. Na, ein Kalendersymbol sehe ich gerade nicht. Aber ich könnte ja hier, weiß nicht, so ein Radiergummi nehmen oder so ein Haus. Ne? Da bin ich zu Hause, so ein Wegweiser. Na, nehmen wir mal einfach irgendein Symbol. Ich nehme das Radiergummi, klicke auf OK. So, dann gibt es ein Radiergummi, klicke auf OK. Und immer wenn ich da oben drauf klicke, wird genau dieses eine Makro, Klick, dieses eine Makro eingefügt, was mir ja diesen Einzeiler auslöst. Löschen kann man die Verknüpfung wieder mit rechter Maustaste drauf, aus Symbolleiste für den Schnellzugriff entfernen. Also ähnlich wie bei Microsoft Excel heißt auch bei Project die Veranstaltung wünscht dir was. Also wenn man Tätigkeiten nicht über die Menüs umsetzen kann, über die Dialogfelder, vielleicht geht's mit VBA. Nach oben ist da noch eine Menge Luft drin. Ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video weitergebracht habt, ihr den Kanal abonniert, ja, und bis zum nächsten Mal.